Hallöchen Radsportfans und herzlich willkommen zurück zu unserer Pro Cycling Karriere mit Erik Zabel, wo jetzt die letzte Folge der Vuelta kommt. Bei der Hügeletappe hier, da können wir uns durchaus Siegchancen ausrechnen, weil da wird es ja wohl zum Sprint kommen, gehe ich mal von aus. Also bei so einer Etappe müssen die meisten Sprinter, also die guten, sich alle damit rüber retten. Bei der sieht es für die Sprinter nicht so gut aus und wir sind 44 Punkte im Bergtrikot hinter Lopez. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, da weiter drum zu kämpfen. Wenn ich drum kämpfen möchte, dann müsste ich auf der Etappe jetzt hier schon ausreißen. Und dann würde ich mal sagen, wir machen das ein bisschen davon abhängig, wie unsere Form ist und wie viele Bergpunkte es auf der Etappe überhaupt gibt. Weil es ja so wenig Punkte immer nur bei den kleineren Bergwertungen gibt, dass 44 Punkte eine Menge Holz sind. Also wir haben hier in Kategorie 3, da gibt es 3 Punkte, dann 2, da gibt es glaube ich 5, ne? Nochmal ein 2, also das macht keinen Sinn. Also, wir werden unser Vorhaben, das Bergtrikot bei der Vuelta einzufahren, jetzt ad acta legen. Wir sind hier der dritte Favorit. Ein Interview mit uns gibt's nicht. Dann sehen wir uns gleich hier im Rennen. We back up on the Cantabrian Sea for the start of the 19th stage. The survivors of the 2021 Vuelta will soon be heading south over broken terrain for a finish in Monforte de Lemos. The 188-kilometer route takes in 2 second category and 1 third category climbs. Nothing too difficult, and situated in the first third of the stage, they're well placed to encourage a breakaway. The favourites will no doubt let the SKPs have their day in the spotlight. And given that this is the last opportunity for most to claim a stage victory, we're likely to see plenty of movement. Ja, und damit herzlich willkommen zur drittletzten Etappe der Vuelta hier. Da wir minus 1 haben und ich denke halt, dass das Feld auf jeden Fall am Ende vorne sein wird, reiße ich hier nicht aus. Mit irgendwie so plus 3 oder so hätte ich es vielleicht sogar trotzdem versucht, aber nö. Dann vielleicht in der nächsten Etappe, da gibt es ja dann so eine Hügelankunft. So, und dann legen wir hier los. Oh, warte mal, nochmal kurz ein Stäbchen hier. Ich sehe hier gerade Aaronsman im Augenwinkel. Oh, den Ziad sehe ich auch noch. Dann bleibt ihr gleich mal hier. Wie sieht es mit dem Rest aus? Donovan auch schon da. Dann brauchen wir hier gar nichts machen, wa? Warte mal, da war doch noch einer links, oder nicht? Ja, hier bei D, aber warte mal, den habe ich als Beschützer für Merlier. Und der sitzt noch hier hinten. Dann würde ich mal sagen, alle markiert und auf geht's. Und da rollen wir los. Also das Trikot, was wir halt unbedingt haben wollen, das tragen wir, ja. Und das Bergtrikot, wie gesagt, mit 44 Punkten, da es nur so wenig Punkte gibt, ist, glaube ich, unerreichbar. Hier passiert aber auch erstmal gar nichts. Jetzt geht der erste ab. Komm, dann gehen wir mal in die Action. Scheiße auch, dass Erik so weit vorne ist. Das kriegt die Maschine so hin. Können ja auch, jetzt blinkt er auch schon rot, dann fällt er automatisch ein bisschen zurück. Jetzt klickt man noch einmal drauf, fällt dann noch ein bisschen zurück. Ah, da gefällt mir Erik eigentlich schon ganz gut. Wir müssen nur ein bisschen auf Merlier aufpassen, aber der hängt noch hinten. Das Feld hatte eben gerade noch ein bisschen beschleunigt. Jetzt greifen aus dem Feld wieder welche an. Und das Feld zieht auch schon wieder an. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Na, Puls auf jeden Fall im gelben bis, naja, leicht orangenen Bereich bei manchen. Wir brauchen im Moment nichts machen. Merlier sitzt immer noch da ganz hinten. Wer ist da noch so weit zurückgefallen? Sia, der muss ja von irgendjemandem zurückgeblockt worden sein. Der war ja ganz vorne. There's a few riders jockeying for position at the front. Das ist jetzt unser letzter hier. Aber dann müssen wir uns um den wahrscheinlich nicht kümmern. Der müsste eigentlich normalerweise wieder von alleine auf seine Position zurückfahren irgendwann. So, jetzt geht's hier in die Hügel rein und schon ist das Tempo draußen. Jetzt hat das Feld auch keinen Bock mehr, den hinterher zu fahren. 8 Leute weg. Platten hier bei Pronski. Boah, dann steht die Gruppe. Puls bei uns hier im Feld ist ganz in Ordnung. Dann würde ich ja mal sagen, ne? Wir cutten das hier raus und zum Zielsprint seid ihr dann wieder live dabei. So Leute, etwas über 30 Kilometer und auf der Anfahrt zum letzten Hügel nehme ich euch jetzt hier wieder mit rein. Schauen wir mal, ob an dem Hügel noch irgendwie was geht von den Favoriten, aber ich denke mal eher
weniger. Wir werden ja auf jeden Fall den Hügel mit einem Punkt hochfahren, damit wir nicht abgehängt werden. Das ist schon viel zu schnell. Alter, viel, viel zu schnell. Oh, hier, guck mal, warum das zu schnell ist hier. Die von Caleb U, die Helfer, die können alle gar nicht mehr. Da war trotzdem vorne am Bolzen. Dann können wir, denke ich mal, ein bisschen hochseppen. Oh, das ist Erik schon wieder viel zu schnell. Oh, warte mal, da geht irgendwer. Breakaway! Oh, es geht doch noch mal welche. Aber da es jetzt schon wieder bergab geht und das auch noch viel zu weit vom Ziel weg ist. So, Heinzke, du übernimmst jetzt mal die Führung. Erik hängt sich nur noch ran. Kann man einen Tick zurückfallen eigentlich? Jetzt fährt der Heinzke weg. Es ist doch nicht wahr. Oh my, so, the guys up front aren't going to be making too many friends today. So, da greifen weiter welche an. Heinzke kommt gar nicht in die Führung, so richtig mit seinen 75. Der Yamaha 85. Erik wieder auf 92. Ah, jetzt gleich, wenn die Abfahrt losgeht, dann machen wir mal den Zug fertig. So, immer Erik einmal drauf geklickt und so, auf geht's. Die Leute haben nicht mehr ganz so viel Power. Boah, gerade Siad und Melier, das sind eigentlich die wichtigsten. Gerade die haben am wenigsten Power, das ist natürlich schlecht. Das ist die Frage, nehme ich lieber Aaronsman als letzten? Nee, ich glaube, ich nehme doch Siad. Merje auf jeden Fall mal dahinter. Du hinter Aaronsman? Bardet kann auch ein bisschen. Bardet kommt hinter Heinzke. Und Aaronsman hinter Donovan. Und Donovan dann hinter Bardet. Zwiehoff, der ist ganz schlecht in der Ebene. Den nehmen wir komplett raus. Tja, ich hoffe, es ist eine gute Idee, weil ne, die drei, die hier vorne sind, eigentlich besser drauf wie die beiden, aber die beiden sind halt in der Ebene eigentlich besser, beziehungsweise im Sprint. So, und Heinzke macht jetzt Punkt und lässt die anderen erstmal rankommen. Ah, kann hier mit seinen 75 locker dranbleiben. Jetzt geht hier mal einer ein bisschen ab. Garcia. Haben wir aber. Alle da? Alle da. Der kann auch nicht mehr. The finish line is getting close. The riders have just passed the 15 kilometers road sign. So, bei Erik der Puls im weißen Bereich. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. Da fängst du mal an zu schrubben, ja? Anybody in the breakaway group. Ja, auch die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen leicht bergab. Da ist die Gruppe. Heinzke raus. Jetzt kommst du rein. Immer noch über 10. Dann machen wir erstmal 95. So, Power an. Ah, an den 7 werden wir vorbeifliegen. Da ist es auch schon soweit. So, Bardet auch raus. Donovan als nächstes rein. 95 sollte erstmal reichen. Oder sogar noch weniger. So, dann gehst du auch schon mal raus. Und auch
auch den Aarons, Mann, lasse ich nicht so lange fahren. Die sind noch so einigermaßen platziert in der Gesamtwertung. The finish line is getting close. The riders just passed the 5 kilometers road sign. Powered Aarons Man nochmal. Es geht auch Aarons Man raus. Dann hat er noch ein bisschen rot übrig. Hier komm, ich gönne dir mal den hier, weil das ist unser Bestplatzierter in der Gesamtwertung. Den Rest übernimmt jetzt erstmal Siad. Ja, da kommt die Kurve. Nach da weg. Au, oh, Mist, Mary ist eigentlich fertig. Er hat kein Geld mehr. Ich bin zu spät dran. Ah, schade, schade. Aber ich glaube, auf den zweiten fahre ich noch. Ja, immerhin noch den zweiten eingefahren. Da war ich ein bisschen zu spät dran. Also, wir haben hier aber auf dieser Etappe manche abgehängt hier. Gerade erst über den letzten Hügel rübergekommen. We're waiting for the tail-enders who continue to arrive. Na, das Ding kann man mir ankreiden. Das hätte ich besser machen können. Ah, vielleicht auch, ne, an Caleb Ewan nochmal ranhängen wäre auch eine Option gewesen, habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Ja, ein paar müssten noch kommen, dann müssten wir aber durch sein, das war der letzte. Ey, schon wieder diese geile Kamera. Ich meine, jetzt ist halt Caleb Ewan hier so ganz alleine zu sehen, da bringt sie nicht so viel, aber es ist schon mal schön, ne, dass es irgendwie, ne, direkt mit der geilen Kamera losgeht. Ja, obwohl mit an Caleb ranhängen war hier, weil ich halt, ne, weil ich so spät dran war, auch viel zu spät gecheckt, dass Merje ja gar kein Bike mehr hat. Aber naja, da wir den zweiten gemacht haben, müsste das mit unserem Punktetrikot immer noch alles in Ordnung sein. So, allgemein, Aarons Man immer noch 8, Buddy auf 11, Donovan noch 14. Wie viele Punkte haben wir jetzt noch Vorsprung vor Caleb? Oh, noch ordentlich. 34 Punkte noch Vorsprung. Alter, das schafft er nicht mehr. Es ist jetzt noch eine Etappe, wo er ein paar Punkte machen kann und danach kommt ein Zeitfahren. Und naja, da, wir werden wahrscheinlich sogar kaum Punkte bekommen in dem Zeitfahren, aber Caleb Ewan schon überhaupt gar nicht. Also das Trikot ist relativ safe. Kann natürlich immer noch ein Ausfall kommen, aber naja, wir hoffen natürlich immer aufs Beste. Dann kommt jetzt die letzte normale Etappe der Vuelta und danach gibt es nur noch das Zeitfahren. Ja, und jetzt ist es halt mit einer Hügelankunft und sie ist auch nur mit etwas über 170 Kilometer nicht so lang. Also, Game, jetzt gib mir mal eine gute Form, dann würde ich hier nämlich ausreißen. Da wir nicht der Superhüber-Hügelfahrer sind, tauchen wir hier bei den Favoriten nicht auf. Aber wie gesagt, wir hoffen mal, dass wir hier ausreißen können. The penultimate stage of this year's Vuelta has got a strange look to it, and it will be difficult to find the right tempo. The day starts at sea level, in San Chencho, and it goes no higher for more than the first third of this 174-kilometer route. Thereafter, over the final 100 kilometers, there is a succession of climbs followed by descents to sea level. One first category, two second category and one third category, before a climb to the finish on the second category, Alto Castro de Arvile. Over 40 kilometers of climbing in all, at an average of about 5%. Just what you want before an individual time trial. Ja, und damit herzlich willkommen zur seinen Angriff abgebrochen. Und dann weiter hier zur vorletzten Etappe der Vuelta hier. Wir hängen hintereinander dran. Ich habe mir gedacht, wir haben jetzt zwar keine positive Form, aber wir haben eine Nullerform. Dann greifen wir hier mal an. Das macht die Etappe für uns deutlich spannender und ich denke mal, dass wir gegen die Superhügel-Profis dann am Ende sowieso keine Chance hätten. Ich meine, und einigermaßen schlagen mit unseren Fertigkeiten schon, aber so richtig um den Sieg kämpfen wahrscheinlich eher nicht, weil der ist ganz schön steil am Anfang. Am Ende wird er ein bisschen flacher. Also Puls hinten im Feld ist relativ gemächlich, denke ich mal. Also wir sind, denke ich mal, weg.
So, some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Breakaway! Ah, im Moment noch kein so richtiger Gesamtwertungsfahrer zu sehen. Also alles eher so Hügelprofis. Mit denen könnte man natürlich dann, wenn die Gruppe durchkommen sollte, um den Sieg kämpfen. Also ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, dass hier... Wo ist er denn? Wir waren jetzt Bourgoudou. Ich glaube, das ist der Schlimmste. Kommt natürlich auch noch ein bisschen auf seine Tagesform an. Ja, und die ich immer eigentlich beobachten möchte, die darf man sowieso meistens nicht beobachten. Ne? Nur falls ihr mal wissen wollt, warum ich meistens nicht beobachte. Also die ich halt will, die gehen meistens nicht. Und deswegen nutze ich das so kaum. Na, ich denke mal, wir sind weg. 2 Minuten. Oh, ich drehe auch mal ein bisschen runter. Ja, und der erste Teil des Rennens ist ja relativ flach, da würde ich mal sagen, den cutte ich euch jetzt raus und das ist die letzte Folge der Vuelta, ist die anderen Hügel gebe ich euch an. So Leute, ich nehme euch wieder mit, wir nähern uns so langsam der Mitte des Rennens und dem Anfang der Hügel und der Erik gönnt sich jetzt hier mal eine Pause, der braucht ein bisschen Wasser. Die Gruppe arbeitet super zusammen, also die ihr hier so rot seht, die haben wir schon fast die ganze Zeit. Das sind immer welche, die unerbittlich sind. Das kann natürlich gelogen sein, ich habe keine Ahnung, aber zumindest ist da niemand irgendwie rot oder gelb, der sagt irgendwie, er hat keinen Bock auf Führungsarbeit. Sie geben halt an, sie können nicht mehr. Aber eben der Rest arbeitet super mit. So, jetzt gehen wir in den ersten Hügel rein. Ich werde hier auch keine Energie verbrauchen, also ich habe das mit dem Bergtrikot halt aufgegeben. Wenn, dann hätte ich schon auf der Etappe davor angreifen müssen. Also ich kriege hier auf der gesamten Etappe die Punkte halt nicht zusammen. Von daher brauche ich es gar nicht erst versuchen und kann meine Energie hier sparen. Aber weil so viele sind, gehe ich mal davon aus, dass die da gleich auf jeden Fall angreifen werden. Wir ziehen auch jetzt schon ganz schön an. Wenn man sich den Abstand zum Feld anguckt, ist das jetzt noch ein bisschen unerklärlich, warum es jetzt schon wieder so schnell ist. Aber macht man. The lead is being cut. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Stellen wir mal auf 85, damit wir wenigstens ein bisschen vorne dran bleiben. Jetzt wollen sie aber viel mehr. Jetzt greifen sie aber an. Komm, los, wir bleiben hier mit Punkt einfach nur dran. There's an attack in the group at the front. Bloß nicht aus dem Sattel gehen. Ja, bis das war einer zu viel. So, Erik, dann häng dich mal ran. Sind alle wieder dran, ne? Ich muss ganz ehrlich zugeben jetzt, ne, fürs die Abfahrt jetzt, ne? Weil der Gelbe ja ein bisschen gelitten hat. Boah, Leute, das Tempo ist für mich zu unerbittlich. Machen wir doch jetzt auch mal ein bisschen Energie sparen. Ich meine, jetzt sind wir wieder im Anstieg. Das sieht auch für diese Gruppe gar nicht so schlecht aus, ne? Wir haben jetzt schon immensen Vorsprung. Ja, jetzt, der hat es ganz schön in sich hier am Anfang. Okay, der Bereich ist auch schwarz. Der letzte Anstieg kommt dann als nächstes. Ja, die letzten drei nehmen sich alle von der Länge nicht so viel. Oh, ein bisschen weniger. Erik hier komplett nach vorne fährt. They really are moving. Jetzt haben sie vom Abstand aber mal richtig was weggefahren, ne? Innerhalb von kürzester Zeit ganz schön geplumpst, der Abstand. Wir können ja auf jeden Fall chillig mit 65 mitfahren. Ja, zur Bergwertung ist auch noch ein bisschen. Also wenn die Gruppe durchkommt, ne, und die eben hier weiterhin bei den ganzen Bergwertungen, weil es ist ja mit der, die wir jetzt fahren, kommen noch drei, dann verbrauchen die natürlich bei ihren Angriffen sehr, sehr viel Energie. Aber eben, boah. Also bis zu dem Hügel sah das für uns echt gut aus. Seit dem Hügel sieht es für uns eher ganz schlecht aus. So, jetzt sprinten die hier wieder um die Bergwertung. So, aber wir sind hier mit dabei und sind jetzt erstmal wieder ein bisschen zu unerbittlich für die gesamte Abfahrt wieder. Ah, komm, die seppen wir auch.
Ja, man muss ja auch immer gucken, wo man selber bleibt, ne? Jetzt der Abstand wieder ein bisschen nach oben geschnellt. Ich bin aber auch kaputt, ne? Also ich glaube, bis zum Anstieg muss ich noch warten, bis ich wieder einsteigen kann. Da sind wir wieder im Anstieg. Und wenn ich schon sehe, wie die da vorne so beim Fahren am Wackeln sind, fahre ich doch, glaube ich, lieber Punkt. Ich weiß nicht, das bringt es immer irgendwie mehr, so von der Luft her. Nicht blocken bitte, Leute. Aber ich kann es mir eigentlich einmal leisten, da das Feld, also das heißt, das Feld, die Gruppe scheint ein bisschen zu bröseln hier. Ich das sehe, die da vorne fahren noch, die hängen hinterher. Machen wir mal ein bisschen Wuseln an, denn wir werden gerade abgehängt. Wuseln wir uns mal ein bisschen nach vorne, ne? Da zieht die hier den Hügel hoch. Dann wächst auch gleich wieder der Abstand immens. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Es wird mich nicht wundern, wir sind ja 19 in der Gruppe, wenn das jetzt hier gleich mal auseinanderfliegt. Da bleiben bestimmt nicht alle übrig. The pace seems much too high for many riders. Zieht euch einfach nur mal rein, wie schnell jetzt der Abstand auch nach hinten gewachsen ist. Also hier wird immenser Druck gefahren. Gucken, ob wir erst durchhalten, ey. Rot ist gleich weg. 4 Kilometer noch bis zur Bergwertung. Ich glaube, wir müssen schon weniger machen. Jetzt wird es ein bisschen flacher. Da die sich auch wieder aufbauen. Oh, ein bisschen Strom in der Reihe, ja. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Das sieht sehr gut aus. Wir können es, denke ich, mal wieder ranhängen. Also Leute, ja, ne? So wie ihr jetzt hier gerade fahrt, ne? Das ist mir ein bisschen zu unerbittlich, ey. Da machen wir dann mal gar nichts. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't okay, have any... Okay, nein! Alter, der hat uns einen guten Schlag missgegeben hier, der eine. Da müssen wir natürlich dranbleiben, ne? Das ist ganz wichtig. Schnell, die anderen sind nämlich hier alle kaputt. Das macht der Erik hier die Maschine mal alleine klar. Zack, sind wir wieder dran. Na, und von den 19 sind nur noch 15 übrig geblieben. Ob die 4 noch wieder rankommen, ist die Frage. Na, Erik, komm, ey, da sind noch ein paar hinter dir. Du kannst noch ein Stück weiter zurückfallen. Na, ist möglich, dass wir wieder rankommen, aber unwahrscheinlich. Jetzt auf der Abfahrt werden sie sicherlich so den Abstand noch ein bisschen halten können. Sobald wir hier unten in der Ebene drin sind, wird dieser Abstand größer werden. Der jetzt auch schon so ein bisschen auf der Abfahrt macht. Ja, wir haben auf jeden Fall was von unseren Hauptbalken verloren. Vom Roten ein bisschen mehr wie vom Gelben. Gleich kommt der Sprint. Den gönne ich mir aber. So, jetzt nochmal um die Kurve rum. Nochmal ein kurzes Stöpschen. Wir sind irgendwie mal so weit weg. Immer diesen Evans hier. Kommst du da noch ran? Erik? Erik! Fährst du da noch ran oder nicht? Es wird langsam knapp. Erik! Erik! Alter, fährt da nicht ran. Nimm mal den hier. Das ist mir einfach zu blöd. Mach mal den hier. Weil. Den hätte ich schon ganz gerne, Leute. Ich sprint mal hier ein bisschen ab. Ihr könnt nicht sprinten, wa? Runterdrehen. Pass auf. Da müssen wir ja aufpassen. Ich habe nur auf 2 eingestellt. Nicht, dass Erik hier gleich abreißen lässt, wenn er sich das Wasser holt. Jetzt ist er wieder umgesprungen. Schnell mal ein bisschen mehr einstellen. Ja, und damit müssten wir letztendlich, selbst wenn Caleb Yu in diese Etappe... Ich glaube, selbst vorher hätte er schon keine Chance gehabt, ne? Nee, gibt nur 25 Punkte hier. Also der kann uns das Trikot nicht mehr streitig machen.
dann schauen wir auf jeden Fall mal, wie der Abstand nach hinten ist. Oh, das sieht super aus. Oh, schon fast 8 Minuten. Mist, falsche Taste. Also diese Gruppe hier, die kommt auf jeden Fall durch. Und wie ist denn jetzt im Moment das Tempo? Bevor sie jetzt hier ganz böse jetzt werden und irgendwie diese ganze Zeit jetzt noch Angriffe starten, weil er ja noch ein bisschen vom Ziel weg ist, führe ich lieber mal mit. Und das geht. Oh, ja, er hier auf jeden Fall. Der Kanadier, Richtung Schweizer. Das wird ein harter Konkurrent. Ja, Ciccone definitiv auch. Ich meine, hier sind so einige dabei, ne? Oh ja, er hier auch auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich eher nicht so. Naja, der erste Teil des Schlussanstiegs ist auch ganz schön hart. Das hier ist wiederum im Moment gerade für Erik ziemlich hart. Hälfte Rot ist schon fast weg. So, jetzt mit denen hinter uns aus. Die gehen ja aus dem Sattel. Jetzt schon zur nächsten Gruppe. 4,5 Minuten und schon drüber. Jetzt gleich 5. So, jetzt gehen die sicherlich alle wieder in Angriff. Komm, Punkt. Ja, bloß nicht zu viel. Nicht an irgendjemanden hängen bleiben. Die drei setzen sich ab, scheinen wohl die stärksten zu sein. Der Evans geht auch nochmal richtig gut mit. Jetzt die weg. Alter. Runterdrehen. Da ist Erik dran. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Also man sieht's am Hügel, habe ich gegen die keine Chance. Das heißt im Prinzip mehr oder weniger mitfahren. Vielleicht kann ich es am Ende aussprinten. Der erste Teil des Schlussanstiegs ist halt auch echt brutal. Aber wir können uns die Abfahrt mal ein bisschen zappingen. Das Wasser sieht super aus. Nochmal ein Gegenanstieg hier. Oh, der greift die an, oder? Ja. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Hier noch mit ran, wieder an die Gruppe da. 13 Sekunden. Ich weiß nicht, ob sie fahren. Ich will mich halt ein bisschen zurückhalten. Das wird ein bisschen weniger. Also richtig fährt er hier nicht, oder? Der Chevalier sieht schon besser aus. Noch schon auf den letzten 10. Ja, wir fahren lieber hier mit dem Punkt hoch. Schön runterdrehen, wenn es geht. Ich fahre hier mit 15, kann locker mithalten. Müsste sich ja eigentlich ein bisschen gelb aufbauen, oder? Naja, ein bisschen langsamer. Oh, nee. Ich habe ihn schon zweimal nach vorne gedrückt. Er hat jedes Mal hier gestoppt. Das ist ja eine halbe Minute weg. Noch sieht sein Tritt in Ordnung aus von den Portugiesen hier. The riders are entering the last 5 kilometers of the stage.
Ich glaube, weil ich die anderen nicht mitnehmen will, müsste ich hier mal den hier machen. Vielleicht komme ich an ihm noch vorbei. And they keep on attacking. Anyone that's low on gas definitely won't be able to keep up. Strom hier mal an. Oh, wir haben natürlich einen mitgenommen, der auch einigermaßen sprinten kann. Warte mal. Puh, wir haben kaum noch Energie. Ich glaube, das wird nichts. Die anderen sind auf jeden Fall geschlagen. Gucken, wie lange er noch kann. Ich kann eigentlich nicht so viel fahren. Ich versuche mal 75. Er greift noch an da vorne. 85. Wenn ich jetzt mit dem letzten Sprintpower losziehe, ist Erik vorne. Wie geil ist das denn? Da ist der nächste Sieg für die Maschine. This win is well deserved. He displayed a tremendous tenacity. Sehr geil, Erik. Das freut mich hier am Ende deiner quasi Karriere. Ne? Du könntest natürlich noch länger fahren, aber mehr wie 5 Saisonen machen wir hier nicht. Schönes Ding. Wieder ein Sieg eingefahren. Und damit natürlich das Punktetrikot zementiert. Jetzt könnte der sogar dieses letzte Zeitfahren gewinnen. Wir könnten einen Totalausfall haben. Also wir müssen natürlich schon noch ins Ziel kommen, ansonsten sind wir disqualifiziert. Aber ne, da kann nichts mehr passieren, wenn wir keine Punkte mehr holen. Alles safe. Da haben wir das Ziel halt auf jeden Fall auch wieder erreicht. Ne? Bei jeder Grand Tour wieder eine Etappe geworden und bei jeder Grand Tour wieder das Punktetrikot mitgenommen. Ja, hier nochmal der Anfang, vom Anfang. Also wir haben mal die richtige Idee gehabt, ne? In die Ausreißergruppe mitgehen. Und den aber echt dann zum Schluss ganz gut ausgekottet hat. Ihn erstmal fahren lassen, egal, aber es ist riskant, ne? Mit dem Punkt weiterzufahren. Und dann habe ich ja nur noch ein Viertel rot gehabt und durchgezogen. Tja, und da ich denke, dass wir die nächste Etappe nicht gewinnen, gibt es hier natürlich mit dem Bogen in der Hand die Siegerehrung. Ja, konnte die Maschine nochmal einen Sieg einfahren hier bei der Vuelta. Den letzten. Ich glaube nicht, dass wir die nächste Etappe gewinnen. Ja, wie sieht es in der Gesamtwertung aus? Tja, ich glaube nicht, dass der Bernal bei dem nächsten Zeitfahren 2:40 gegenüber dem Maas gut machen kann. Also wird Maas es wahrscheinlich gemacht haben. Obwohl, wenn ich jetzt noch richtig im Kopf habe, ist Bernal von den dreien, die hier vorne sind, der beste Zeitfahrer. Ja, Bergwertung haben wir mal ganz kurz übersprungen. Da ist Erik. Da kann ihn niemand mehr das Trikot streitig machen. Wunderbar, Erik, wieder Punkte-Trikot bei einer Grand Tour gewonnen. Ja, Nachwuchsfahrerwertung führt Rodriguez an. Und im Team kommt unser Team zumindest auf Platz 4. Der ab zu den Ergebnissen. Tja, haben wir gerade alles gesehen. Knallt der Manager natürlich ein paar Punkte voraus. Der ist super zufrieden mit unserer Maschine. Und wir gehen rein in die letzte Vuelta-Etappe und damit in dieser Karriere die letzte Grand Tour-Etappe für Erik Zabel. Na, ein bisschen braucher. Hängt ein bisschen an der Britain's Tour. Das ist immer schade, dass diese Klassiker sich in der Vuelta befinden und man sie dadurch nicht fahren kann, wenn man halt die Vuelta fährt. So, wir haben hier das letzte Zeitfahren. Das ist ein ziemlich langes Zeitfahren. Ist auch ein Hügelzeitfahren. Also das hat es nochmal richtig in sich. Hier haben wir das Magazin. Und ja, Bernal ist hier der Topfavorit. Maas taucht hier gar nicht auf. Also wie gesagt, ich meine auch, er ist im Zeitfahren deutlich besser wie Maas. Vielleicht macht er die 2 Minuten 40 ja doch noch weg, aber ich wage das zu bezweifeln. This final stage of the 2021 Vuelta has everyone talking about 1993 and 2014, because both were individual time trials that ended in Santiago de Compostela. In 1993, it was a long route, and in 2014, it was short.
Today's 34 kilometers from Padrón to Santiago de Compostela definitely deserve the long tag, and it's the sort of distance that allows significant time gaps to be opened up, or reduced. The terrain's ideal for a specialist, and all we'll be looking to see who among the GC favorites have ruler genes. Technique will be key. Und damit herzlich willkommen zur letzten Etappe der Vuelta, ein schönes, langes, hügeliges Einzelzeitfahren. Oh, ich habe für euch hier mal die ganzen Kameras durchgeklickt. Hier habt ihr dann nochmal das Ziel. Im Ziel kann man leider nicht so viel sehen. Dann gehen wir wieder zum Start zurück und ich cut euch das raus, bis der Erik auf der Rampe ist. Und da ist der gute alte Erik soweit, hier auf seiner letzten Grand Tour-Etappe nochmal sein Bestes zu geben. Ich meine, wir sind gar nicht so ein schlechter Zeitfahrer und gar nicht so ein schlechter Hügelfahrer oder immens guter Ebenenfahrer. Wir werden hier aber höchstwahrscheinlich so vom Plus her, da wir ja eine 99er Fitness haben. Obwohl wir ein bisschen ermüdet sind, vielleicht auch ein bisschen weniger wie 99 Fitness. Ich denke mal, es ist eine Nullerform, die wir hier eingefahren haben. Mit einer besseren Form wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen. Ich denke mal, so können wir losfahren. Und dann gucken wir mal, wie die Balken sich entwickeln. So, ist Erik unterwegs. Das sind 78. Das wird wahrscheinlich bei über 30 Kilometer mit Hügel ein bisschen zu viel sein. Kommen wir mal ja schon mal direkt auf 75 runter. Auf der ersten Zwischenzeit habe ich schon eingestellt. Da ist im Moment Matthews ganz vorne. Vor KA wurde aber gerade geschlagen von Sobrero. Ich wollte gerade noch sagen, K. Degner auf 2, das ist auch auf 3 mittlerweile, ne? Ist ein guter Zeitfahrer. 75 scheint hier auf jeden Fall gar nicht so schlecht zu sein. Als wenn überhaupt, glaube ich, einen kleinen Tick zu schnell. Und jetzt geht es so ein bisschen in die Hügel rein. Gucken wir mal, ob wir das mit 75 halten können, während es hier ein bisschen bergauf geht. Aber es sieht gut aus. Also die laufen quasi mehr oder weniger genau gleich weg. Dann kommt ja noch eine Abfahrt zwischen den beiden Hügeln und dann am Ende geht es zum Ziel hin wieder ein bisschen leicht bergauf. Jetzt hat der Weiße sogar ein klein wenig Vorsprung. Aber naja, mit dem Ziel bergauf ist es gar nicht so schlecht, wenn der Weiße ein bisschen aufbauen könnte. So, jetzt wird es noch ein bisschen steiler hier zur Zwischenzeit hin. Die können wir da oben schon sehen. Kommen auch an unseren vor uns fahrenden Fahrer ganz gut ran. Wie sieht es hinter uns aus? Kann ich nicht sehen. Da habe ich jetzt auch nichts gesehen. Na, ist vielleicht so leichter Gelb ein bisschen in Front. Da muss der gute Erik aus dem Sattel. Ist auch richtig steil hier. So, und da kommt die erste Zwischenzeit. Ah, Gelb ist jetzt ein bisschen vorne. Und der Erik platziert sich hier im Moment zumindest auf Platz 10. Kommt natürlich noch jede Menge Fahrer vor ihm. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. So, jetzt kommt noch so ein klein wenig welliges Terrain und dann geht's nur noch bergab erstmal. Ah, jetzt sind sie gleich wieder beide gleich auf, der Gelbe und der Weiße. Dann würde ich mal sagen, bereiten wir jetzt hier mal ein bisschen. Ja, mit 92 kann er das immer noch ganz gut halten. Und da kommen wir unten an, dann drehen wir wieder runter. I'm getting reports that the best time has been whittled still lower. So, dann drehen wir noch weiter runter, dann gleich geht's wieder bergauf. Zweite Zwischenzeit. Ah, Erik sich sogar ein bisschen vorgearbeitet. Hier, wir sind gleich an ihm dran. Naja, vor uns geht erstmal aus dem Sattel. Und wir müssen runterdrehen. Oh, 75. Bisschen zu spät wahrscheinlich sogar. Ah, jetzt kommt gleich nochmal so ein Plateau. Ah, er konnte sich wieder ein bisschen vor uns absetzen. Da es am Ende bergauf geht, ist 75, denke ich mal, zu schnell. Kommen wir mal an 73.
Na, jetzt sind die beiden Balken gleich wieder gleich auf ungefähr. Letzten drei. Ich mach lieber noch ein bisschen runter. Und lieber noch ein bisschen runter. Ein bisschen ist noch. Etwas über einen Kilometer. Ah, der Gelbe hält gerade so durch. Selbst mit 70. Und Full Power. Okay, das hätte ich jetzt wiederum doch noch ein bisschen eher machen können. So 200, 300 Meter. Ja, aber da sind wir drin. Da Erik so ein bisschen in der Mitte platziert ist, würde ich sagen, ich cut euch das jetzt wieder raus, bis Aaronsman auf der Rampe steht. So Leute, und da bin ich wieder. Der Aaronsman ist gerade durchgelaufen, losgefahren. Schauen wir mal, wann er hier vorbeikommt. Ich habe mich bei der ersten Zwischenzeit erstmal platziert. Da kommt Zana, da kommt unser Donovan. Der ja eigentlich ein ganz guter Zeitfahrer ist. Können wir hier eigentlich auch mal wieder die Zwischenzeiten zurückmachen? Wo ist ein Donovan platziert? Naja, mega gut ist er hier nicht platziert. Er ist auf Platz 11 platziert. Der kommt Kuss. Na, ich denke mal, ein bisschen seppen können wir trotzdem. Da kommt Garcia. Da kommt unser Bade. Roglic. Rodriguez. Aaronsman ist jetzt auch durch. Sivjakov. Vingegaard. Oh, jetzt müsste das rote Trikot kommen, oder? Nee. Doch? Nee. Nee, warte mal, es geht noch weiter. Jetzt kommt Carapaz. Da kommt Bernal. Und da kommt der Maas. Also er ist an Bernal noch dran, will ich mal so behaupten. So, hier mal die nächste Zwischenzeit. Ich mache mal ein bisschen langsamer, sonst verpasse ich die hier. Da ist nämlich schon wieder Carapaz. Bernal. Oh oh. Oh oh. Oh la la. Jetzt hat der Bernal dem hier aber mal so richtig drauf gebraten. Dann gehen wir mal ins Ziel. Das hat eben richtig lange gedauert, bis der Maas hier bei der zweiten Zwischenzeit angekommen ist. Na, hier ist ja auch Riesenlücke. Das waren wieder die letzten beiden. Nee, doch nicht. Ich dachte eben wegen dieser großen Lücke. Hier ist auch wieder eine Riesenlücke gewesen. Das war, glaube ich, Maas. Ja, boah, das wäre mal gespannt. Also Bernal ist hier auf jeden Fall als Vierter reingekommen. Von denen, die vorne waren, auf jeden Fall in dem Zeitfahren der Bestplatzierte. Mal gespannt, wie es mit der Gesamtwertung aussieht. Ob Maas 2 Minuten 40 verloren hat. Nee, er konnte das halten. Er hat hier 50 Sekunden verloren gegenüber Bernal. Carapaz hat richtig drauf gebrummt bekommen. Dann gehen wir mal weiter. Hier ist Bergtrikot. Haben wir drum gekämpft. Letztendlich aufgegeben und sind hier als Dritter reingekommen. Aber viel wichtiger ist das hier. Wir haben wieder das Punktetrikot bei der Vuelta gewonnen. Jetzt das zweite Mal hintereinander. Die Nachwuchsfahrerwertung führt Rodriguez an. Und im Team hat Bahrain Victorious gewonnen. Dann gehen wir zu den Ergebnissen. Der Manager natürlich hier unheimlich zufrieden sein. Bringt uns natürlich nicht mehr viel jetzt hier am Ende unserer Karriere, ne? Aber wir haben hier die 2000 Punkte durchschlagen auf jeden Fall. So, und dann haben wir das Ende der Vuelta erreicht. Ich hoffe, ihr hattet ja euren Spaß mit der Vuelta. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen Radsport verpassen wollt, dann lasst doch mal ein Abo da. Wir sehen uns auf jeden Fall zur nächsten Folge. Bis dann und ciao.